Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute habe ich mir mal was anderes überlegt im Stream. Letztens kam es zum großen Gejubel. Ich habe mal gefragt, ob ihr sowas sehen wollt und zwar so neueste Informationen über gewisse Sachen. Zum Beispiel, ich bin jetzt sehr gehypt auf World War 2 und von daher so neueste Informationen. Ich habe mir immer ein bisschen was durchgelesen und ich lese mir jeden Tag so ein bisschen was durch. Wenn es neue Sachen gibt, bekomme ich eine Benachrichtigung und ich habe mir einfach gedacht, komm, teile ich das mit euch. Und jetzt habe ich letztens gelesen, dass es vielleicht, also die Community hatte geschrieben, dass es vielleicht doch Jumpsuits gibt. Und zwar haben die Nazis damals was entwickelt, die Nazi-Jump-Packs. Und zwar sind das die sogenannten Himmelstürmer. Und mit denen konnte man eben vom Boden abheben. Das war zwar in der Entwicklungsphase und ist nie wirklich rausgekommen. Aber trotzdem gab es eben diesen Modus oder dieses Waffeninventar. Und ja, dann war es eben bei der Community, ich sag mal, Gerüchte oder das ist vielleicht doch nicht Back to the Roots ist, also das heißt, dass man doch nicht am Boden bleibt, sondern dass eben Jumpsuits gibt, so wie bei Black Ops 3. Und das hatte jetzt aber eben vor 4 Stunden die GamePro rausgebracht, dass das eben widerlegt worden ist, weil der Chefentwickler Michael Conway hat dies eben widerlegt. Die hartnäckige Theorie hat er quasi zerschmettert. Es gibt eben kein Jumpsuit, also es bleibt Back to the Woods. Es gibt die sogenannten Himmelstürmer von den Nazis eben nicht, sondern es bleibt auf dem Boden bestehen. Dann gibt es auch Multiplayer-Karten und die orientieren sich eben nicht nach dem Singleplayer. Also der Singleplayer spielt ja von Anfang an, also die Normandie, das ist quasi ein bisschen Geschichte, als die Amerikaner in den Krieg eintreten. Also das ist die Normandie, das ist quasi der erste Akt, in dem die USA den Zweiten Weltkrieg beitreten und sich quasi in Europa mit einmischen. Und man spielt eben nicht nur Europa, man spielt auch eben andere Länder, zum Beispiel kann man vielleicht Japan noch spielen oder vielleicht auch USA. Da haben ja die Deutschen immerhin ein Frachtschiff angegriffen, man weiß nicht, vielleicht spielt man auch wieder auf dem Schiff, vielleicht Skyjacket 2.0, das wäre auf jeden Fall cool. Und dann gibt es auch Äußerungen eben zum Zombie-Modus. Der Zombie-Modus soll wohl real sein, das heißt, die Schauplätze, die gespielt werden, sollen wohl wirklich irgendwie real sein, habe ich nicht richtig verstanden. Also klar, die Zombies sind natürlich nicht real, sobald die Zombies auftreten, wird es eben unecht, aber die Maps, wo die auftreten werden, sollen eben authentisch sein. Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich meine, es war ja echt ein hartnäckiges Gerücht mit den Jumps, also dass man springen kann weiter. Aber es wurde es wohl doch widerlegt. Finde ich ganz cool. Ich hoffe, sowas gefällt euch. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch sowas gefällt. Ob ihr sowas öfter sehen wollt. Meine Güte, Sprachfehler ist da. Und wenn nicht, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare. Ihr könnt es natürlich auch gerne mit einem Daumen hoch oder einem Daumen runter zeigen. Also Daumen hoch heißt dann, ihr möchtet sowas sehen. Daumen runter heißt, oh Gott, bloß nicht. Es gibt genug, die sowas machen. Aber ich denke mal, das ist ganz aktuell. Ne? Das ist vor 4 Stunden hochgeladen worden von einer seriösen Zeitung. Also GamePro heißt die. Und ja, ich denke mal, es wird ganz cool sein. Also, wie ihr jetzt seht, so ein bisschen allgemeinere Themen für die, die es jetzt nicht juckt, die können gerne abschalten. Ich habe jetzt natürlich meine schriftlichen Fächer absolviert, auch erfolgreich bestanden. Sehr schön, freue ich mich auch riesig, habe auch schon schön gefeiert, man kennt es ja. Und jetzt habe ich in 3-4 Wochen meinen mündlichen Themen und danach stehe ich dann eben wieder für Videos bereit. Es ist ein bisschen, ja, nachlässig geworden. Klar, man muss Prioritäten setzen, die wurden natürlich gesetzt und von daher hoffe ich, ihr freut euch bald wieder an schöne Gameplays und natürlich schöne Spiele. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.